ist auf dem Weg zum Ring aus Wien, Österreich, mit einem Gewicht von 95 Kilo war Pika Weigels. Also während Peter zum Ring kommt, hätte ich da noch eine ganz kurze Frage. Was haltest du von den Schuhen vom Ringsprecher? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, es ist mir ein bisschen zu blau, würde ich sagen. Weil mir erinnert ja ein bisschen an Back to the Future. Mich würde es das nicht wundern, wenn sich die von alleine zuschmieren. Oder aufpumpen. Peter Weid betritt den Ring und die Leute freuen sich alle. Ja, bin gespannt. Er ist ja einer der Publikumslieblinge auf alle Fälle. Ja. Auch beim Prater-Catchen, wo auch immer. Also was ich weiß, die Paarung hat so in Österreich überhaupt noch mitgegeben. Robert Reisker gegen Peter Weid als Einzelmatch. Ich bin da sehr gespannt, wer da jetzt als Sieger hervortritt, weil es ist halt Techniker gegen Masse. Also. Und sein Gegner. Du hast es vorher schon angesprochen. Technik gegen Masse. 40 Kilogramm Unterschied. Macht das was aus im Wrestling-Ring? Na absolut, das muss man sich vorstellen wie im Straßenverkehr. Ein SUV gegen eine Micromaus. Ja, also 40 Kilo. Da hat auf jeden Fall der einen Vorteil, der hier diesen Strampelanzug anhat, diesen lustigen links. Aber die Micromaus ist doch wendiger wie die SUV. Auf jeden Fall, die kann halt immer wieder ausweichen. Ich würde nur sagen, wenn Robert Dreisker den Peter volle Kanne erwischt, dann schaut es schlecht aus. Das heißt, dem Peter seine Taktik sollte sein, nicht erwischen lassen. Nicht erwischen lassen, mit Technik arbeiten und dazwischen immer wieder so gut ausschauen für die Frauen, dass sie nachher genug Autogramme von ihm wollen. Lock-up. Also ein klassischer Beginner, ich mehr oder weniger. Absolut. Robert Dreisker versucht gleich einmal hier seine Masse einzusetzen und da kommt schon ein fetter Tackle. Ja, der Schulterblock, den gewinnt der Robert Dreisker natürlich. Da kann der. Ja, war nicht die beste Idee, sagen wir mal so. Aber Versuch was wert. Jeden Fall. Also, die Theorie wäre eigentlich meiner Meinung nach, dass er nicht in Lockup gehen sollte. Naja, so fängt aber jeder Kampf an und das sind ja beide faire Sportler und da fangen wir nicht irgendwie mit welchen Spampernadeln an, da geht man ordentlich. In die Ausgangsstellung ringen und das ist Lockup, Elbow to Collar und dann schaut mal, was geht. Schau, oh, schaut er ja, an, Bertho, mit Technik, unglaublich. Ja, das tut schon weh in der Schulter. Also. Ja, solider Handgelenkshebel, Wristlock, der Peter versucht zu kontern, aber naja. Na gut, da spielt die Masse doch schon eine große Rolle. Absolut. Der hat eine richtige Bärentatzen, der Bertho. Das sind ja dünne Unterärmchen, wenn man sich das anschaut von Peter gegen einen Bergl. Ja, aber vergleichsweise gegen mich ist doch schon mehr dabei. Also. Na ja gut, rennen nicht jeder mit solchen Strohhalmen umeinander. Referee haben wir noch gar nicht erwähnt. Rainer Nein. Ringer, der absolute Head-Referee in Österreich. In allen Ligen, auch in der WXW in Deutschland. Also wenn einer das so callen kann, wie es gehört im Ring, dann ist das Rainer Ringer. Ja, der Name spricht für sich, ne? Absolut. Ah. Peter kommt jetzt langsam ein bisschen mit Technik in Kontrolle, ja. Der turnt um ihn um, einmal links, einmal rechts, eine ganze Runde. Ja, aber zweimal ein Side-Headlock angesetzt, der dürfte sitzen. Ja, wie weiß ich, ob er da was ausrichten kann. Top Wristlock. Bertl auf jeden Fall der Stärkere. Was macht der Peter? Oh, Konter, Rückwärtshalter. Fast hängen geblieben. Ja. Fast. Noch gut erfangen. Beide am Boden auf den Knien. Ja, schaut, der nutzt aus. Er schiebt ihn den Ellbogen ins Gesicht, schiebt ihn in die Ecke und in die Ecke hast schon wieder einen Vorteil. Harte Schläge gegen den Kopf. In den Nacken.
Das erste Mal am Boden. Also ich würde sagen, Robert Dreisger, eindeutig die Oberhand in den ersten paar Minuten. Ja, aber Peter, lass dich nicht gefallen. Schau, ja. Kommt schon die Reaktion. Boom, ein paar Vorarms ins Kiefer und da schaut die Welt schon wieder anders aus. So, ein Whipping ins Eck. Jetzt muss er nachsetzen. Ist das taktisch eigentlich klug, in so einer Masse das Publikum auf seine Seite zu holen, zu abzuwarten? Es ist immer ein Vorteil, wenn das Publikum hinter dir ist, aber in erster Linie solltest du dich schon auf den Kampf konzentrieren. Und übers dritte Seil. Plumps, runtergefallen ist er. Ja, der Boden ist sicher härter wie der Ringboden. Auf jeden Fall und wahrscheinlich auch dreckiger. Also ich weiß nicht, was da für Dinger unten liegen. Vielleicht schon ein paar Cola-Flecken oder ein paar so Breseln. Ist, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Reisnägel. Na, die werden ja da nicht so ohne nix oder mal anbringen. Jetzt wird draußen gekämpft, aber die Leute sollten wieder bis 10 in den Ring. Wir wissen, keine Kampfhandlungen außerhalb des Rings. Ja, nur leider 10 sehen wir den Ringrichter nicht. Wir wissen nicht, bis wie viel er gezählt hat, aber ich schätze mal, 5 ja, hätten wir ja, schon mal. Ja, jetzt wird es langsam Zeit, Burschen. Und so, man sieht schon die ersten blauen Flecken bei Peter am Rücken. Mhm. Also Robert Dreisger, der haut schon gescheit hin. Okay, jetzt sollte Robert auch wieder zurück in den Ring. Ja, der Peter schon ein bisschen angeschlagen. Und er nützt seine Masse aus. Dicke Tackles in den Bauch, in der Ecke. Ja, jetzt macht er müde. Na, jetzt muss sich der Peter was einfallen lassen, weil sonst... Ah, er versucht sich frei zu kämpfen. Kurze Erfolge. Ja. Ach, war's schon wieder. Wir sind ja beide schon mehrfache Champions. Also das heißt, da ist ja wirklich eine Elite im Ring, möchte man sagen. Absolut, sie haben beide schon ihre Titel gewonnen. Österreich, Deutschland, international. Es sind wirklich, Peter ist da schon jetzt 20 Jahre dabei im Geschäft. Und der Bert Lasch schon 12 Jahre. Also da sprechen wir nicht von Frischlinge. Das ist schon die Elite. Und Crossbody. Oh, der und ist ein bisschen zu kurz. Der Robert ist ja auch Head Coach bei der WXW. Ja, der ist, glaube ich, vor gut einem Jahr rübergegangen, hat die Trainerposition übernommen nach dem Walter. Und ich will ja nicht nur nebenbei erwähnen, aber das sind, haben auch beide einen guten Trainer gehabt. Der sitzt zufällig neben dir. Ach so? Und, ja. Und im Endeffekt sind wir wieder dort, was ich immer sage, die Österreicher sind besser wie die Deutschen, weil sie haben auch die Deutschen unter Kontrolle. Also sie lernen eigentlich quasi den ganzen österreichischen Stil, den Deutschen. Und die ziehen dann halt ein bisschen hinten nach. Ja. Es war ja schon länger so. Also, oh, und ein schöner Dropkick aus dem Stand, aber. Er prallt ab wie an einer Wand. Ja. Robert Dreisger ist wie eine Wand. Eine Wand auf zwei Beinen. 6 Minuten Kampfzeit und große Vorteile für Robert Dreisger. Naja, da muss der Peter aufpassen, dass er nicht von der Lawine überrollt wird. Ja, da hätte er ein bisschen mehr essen sollen. Ja. Er hat einen super definierten Körper, kommt sicher gut an bei den Mädels, aber beim Kämpfen nützt es nichts. Bauchmuskeln bringen die nicht viere. Obwohl in dem Fall ist ein Bauchmuskel vielleicht nicht so schlecht, wenn man den Schlag im Bauch kriegt. Den Schlag hat er jetzt ausgehalten, dann gibt es halt eine auf die Bieren. Der weiß schon, was er tun muss. Avalanche, Robert Dreisger, systematisch. Mir gefällt das wirklich gut, wie der kämpft, der weiß, wo er hin will. Die Schädeldecke trainieren ist ein bisschen schwieriger wie Bauchmuskeln. Ein Whip, Clothesline geht daneben und Flying Shoulder Block. Fliegender Tackle von Peter White und oh! Da hat er sie ein bisschen übernommen. Ja, wollte einen Body Slam probieren, aber Robert, die zwei. Zu viel Gewicht. Er hat das Gewicht verlagert in der Luft und die Aktion ist nach hinten losgegangen. Und ein Haltegriff, sehr gut, er drückt ihm jetzt die Luft raus. So muss man das machen, wenn man einen Erfolg erzielen will. Ja, Peter versucht das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Ein bisschen Energie aus dem Publikum zu schöpfen. Ja, es hätte fast funktioniert. Das interessiert aber Bertl überhaupt nicht. Ich finde, dass Bertl kämpft systematisch super toll. Ist hier auf jeden Fall Robert Dreisger vorne. Wenn der nicht, ich glaube, am Boden schaut es für den Robert viel besser aus. Er nutzt seine Masse aus. Haben wir Masse, wie gesagt, ist besser wie Schnelligkeit. Also du bist der rote Blitz, weil du bist zu schnell, dass die Konzerne erwischt. Aber da kannst du ja durchfasen, da geht das viel leichter.
Und da muss sogar Rainer Ringer am Boden. Und Rainer Ringer ist jetzt auch nicht mehr der Dynamischste. Ist auch schon lang dabei, dürfte aber ein bisschen in der Corona-Zeit dezent zugenommen haben, möchte ich mal bemerken. Das heißt, für ihn wäre es besser, wenn man am Boden bleibt, damit er nicht so schnell aufstehen muss. Auch wenn er ein schwarzes Referee-Leiberl anhat, sieht man, dass das schon dezent spannend in der Bauch ging. Ja, jetzt geht ihm schon langsam die Luft aus. Ja, Dreisker macht das. Er drückt ihm die ganze Luft raus. Genau so gehört ein Gegner fertig gemacht. Er zwingt ihm seinen Kampfstil auf, Masse und... Aber Peter, ja, versuchen wir das noch ein, zweimal, aber... Ja, auf die Knie ist er schon mal. Und? Einschlag. Ja. Ja, er versucht sich zu befreien. Yep. Großer Ellbogen. Und? Ja, der Dropkick war ein bisschen effektiver. Ja, er wackelt zumindest. Und jetzt, jetzt geht er durch. Fetter Body Slam, da hat's gescheppert. Noch genügend Kraftreserven nach der Kampfzeit, 40 Kilo mehr aber, zu heben. Aber auf der anderen Seite, er zeigt da nicht viel Impact. Mhm. Backdrop. Ja, wieder eine fette Bombe. Also das macht sich dann auch bemerkbar. Umso schwerer du bist, umso härter fällst du. Das ist richtig, ja. Die Masse, die nach oben geht, muss er nach unten. Jetzt. Da kann auf jeden Fall der Referee mitreden. Ja, definitiv. So, jetzt muss er aber seinen Vorteil ausnützen, würde ich sagen. Ja, wenn ich her wäre, würde ich einmal auf Seil gehen oder so. Klose, ein Versuch. Ja. Und Silvane kassiert. Also er hat da nicht die richtigen Mittel, er findet nicht das richtige Mittel, gegen die Wand auf Beinen anzutreten. Backsenden ein bisschen abgeschmiert. Ja. Oh, dafür war der richtig steif. Der war dafür steif. Das reicht, würde ich sagen, oder? Also da war jetzt kurz vor knapp. Man sieht den Frust im Gesicht vom Robert. Ja, sich das nicht hat gedacht, dass er da rauskommt. Er ist schon zäh. Ein zäher Gegner ist Peter, überhaupt keine Frage. Ehemaliger Europameister, keine Frage. Und wieder ins Eck. Das ist natürlich mit dem Gewicht härter wie für jeden anderen. Schauen wir mal. Und drüber. Gut gefangen. Tackle, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und eine Aktion über Seil. Ja. Und in den DDT. Coole Aktion. Hat gut ausgeschaut, aber ob das reicht? Komm. Eins, zwei. Knapp. Ja, das hat er schon gespürt. Ja, auch wenn du noch so massig bist, wenn es am Schädel fällst, fällst du am Schädel und das tut weh. Ja, vor allem mit der Masse am Kopf fallen, das drückt ja auch nach. Jetzt muss er dranbleiben, Peter. Wenn Peter das Match gewinnen will, muss er jetzt dranbleiben. Er ist schon ziemlich gezeichnet. Man merkt es, der Kampf hat ihm das Letzte abgefordert. Jetzt mal schauen, ob er es noch im Finish... Aber er kämpft noch. Und er klatscht raus, Peter klatscht raus. Er fängt sich aber noch einmal. Und kann er wieder zurück, ja? Schauen wir mal. Jetzt geht er nochmal für die gleiche Aktion. Ja. Das ist nett. Also die alte Regel, geht niemals für die zweimal für die gleiche Aktion, hat sich bewahrheitet. Und jetzt macht er wahrscheinlich einen Sack. Zweites Seil. Und ein Big Splash vom zweiten Seil. Solider wie das Splash. Ja. Das hat in die Luft rausgedrückt. Das war's. Ja, bitter. Bitter, eigentlich einen Fehler gemacht, den er nach 20 Jahren Ringerfahrung nicht mehr machen sollte. Er hat zweimal das Gleiche probiert. Und das hat sich in dem Fall gerecht. Und Bertl hat den Sack zugemacht. Also diese Aktionen, unglaublich, mit wie viel Kraft und Masse. Und jetzt, da drückt er, da ist. Na, war das muss ein Kaugummi sein? Oder war das die Zent? Ich hoffe ein Kaugummi. Und der Sieger, okay. Ja, war es für dich Überraschung? Nein, nicht unbedingt. In dem Fall hat sich die Masse durchgesetzt. Er qualifiziert sich fürs Finale und in dem Fall auf jeden Fall verdient. Naja, wir haben ja dann noch zwei Matches, die das Finale bestreiten werden.
Mal schauen, wer die Gegner sein werden von Robert Dreisger. Ja, für das, von dem kann er sich jetzt nichts kaufen, dass die Leute noch applaudieren. Er hat zwar einen guten Kampf gezeigt, aber das Kapitel geht auf jeden Fall an Robert Dreisger. Die Lawine hat ihn überrollt.